Sowohl als auch. Ich hab sie mal getestet. Wie hat zwei Jahre der Ficker, Alter? Du hast eine Po-Dusche genutzt? Ey. Ja, hab ich. Wie war's? Erzähl. Digga, du kannst einfach nicht mehr von so komischen Schwurblern outplayed werden, Alter, die einfach in den Supermarkt gehen und sich einen kompletten Einkaufswagen voll mit Klopapier rausziehen, ich Alter. Ich will das nochmal. Du kannst denen zugucken, kannst dich quasi mit so einem Campingstuhl einen Eingang vom Rewe setzen oder vom Edeka und winkst denen einfach gehässig, wenn sie mit ihrem Klopapier rauskommen. Und das vielleicht spritzt du sie mit so einer Gummiente an. Schönen Wuff. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder grandiose Action mit dem Motorrad und ich lasse euch heute natürlich mal mit der Sirene in Ruhe. Natürlich nicht. Neue Gesicht damit. Und heute haben wir natürlich wieder gemeinsam mit einem legendären Motorrad-Barty-Parcours Aris Tico. Einen wunderschönen. Einen wunderschönen guten Tag. Was geht? Hallo. Hasta la ma. Hallo, Muchachos. Wunderschönen guten Reis. Den ist schon sein poliert. Es ist wieder Zeit für Barty. Absteigen, Motorradtausch. Absteigen, Motorradtausch. Ich hol mir. Ja, du kriegst den hier. Ja, wie siehst du aus, Alter? Bist du im Faschingsladen geboren? Digga, was geht denn da? Ich hab gesagt, ich hab mir ein neues Outfit zusammengebaut. Ist da eine unsichtbare Rams oder was? Das ist eine unsichtbare Rams. Lol. Eins unsichtbare ja. Rampe ist da. Nein. Okay. Nikos Karo hol ich mir. Da hinten haben wir den Parcours. Also springen. Oh, Alter, da kommen aber lustige Sachen, Digga. Oh ja, yeah. Digga, ich finde mein Outfit einfach genial, ey. Und diese geile Leggings. Der arme NPC, ey, der wurde richtig rausgeheatet. Übrigens, wir brauchen mal wieder Maps. Maps? Digga, wieso? Ich hab dich doch getroffen, du Laberkopf. Du nicht? Hast du keine Augen im Kopf? Wir brauchen mal wieder Maps von diesem Chicken Run. Ich weiß nicht, wie das heißt, wo diese Hauptstraße da ist mit ganz vielen Speeds, Digga. Das ist richtig nice. Was wir mit Nugi aufgenommen haben. Genau. Sowas will ich haben. Ich weiß, es hat bestimmt einen Namen, oder? Ist das Chicken Run? Nein, ich will das nicht haben. Digga, das ist richtig geil. Ich bin da in die Falle gefahren. Ja, es ist auch komplett eskaliert. Weil es hat gar nicht so lange gedauert, bis wir die Sniper ausgepackt haben. 1-2 Minuten wieder da? Ja. Barbie muss eben helfen. Ja, er bekommt nämlich Besuch von den Ladies, quasi. Genau, seine Frau bekommt Besuch von einer Freundin und die hat auch Babykram dabei und Marvin muss sie jetzt schleppen. Digga, er wird von seiner eigenen Frau schon eingespannt des Todes und jetzt auch noch von anderen. Ja, so ist das. Ich habe übrigens schon mal den Punkt, ich warte hier oben auf dich. Als würde er Windeln tragen. Ich dachte, macht er. Ja klar, aber früher nur so aus klotaktischen Gründen. Alter, wie geil bist du da durchgeschmooft, Digga. Oh ja. Yeah. Ich bin beim Pinken nämlich nochmal angefahren, weil ich vorher zu langsam war. Das war ein bisschen Belastung. Ich hatte auch Angst, aber tatsächlich bin ich beim Pinken gut gelandet hinten. Ja, nice. Und hatte dann motorflüstermäßig genug Drehzahl. Geil. Schöner Start in den Tag hier. WB Monsieur, hast du dich ein wenig kardiologisch bedient? Ja, es war nicht mehr das Treppenhaus, es war auf der Straße. Und ich habe hier nur so Crocs an, ohne Socken. Oh, okay. Ihr seid alle schon mal Bossa, der Mann, er weiß, wie man sich für die Aufgaben richtig rüstet. Digga, Crocs ist eh die beste Erfindung ever. Digga, wieso seid ihr denn schon im Punkt? Ja, aber doch nicht zum Sacken schleppen. Wieso tryharder? Wir warten hier die ganze Zeit hier oben. Als du gesagt... Wie habt ihr das denn so schnell hinbekommen? Ja, aber das ist super easy, Alter. First oder Second da, Try oder ja, so? Ja, okay, warte, ich mach jetzt auch Second Try, warte. Wie ist ein Jackos, Alter. Als du gesagt hast, dass du kurz weg musst, habe ich hier oben den Punkt schon eingesammelt. Hä, hey, warum habe ich denn so wenig Speed bekommen beim letzten? Ey. Ey, Marvin, das war auch richtig einfach, Alter. Ja, ja. Dachte ich jetzt auch. Ich habe das ich gesehen, dachte, du hast so an. Also eigentlich hätte man das Digga, irgendwie... Digga, er schafft nicht mal den ersten Sprung ja, da. Also, warte. Ah, Second, lol, die Kamera... Digga, wie hast du das da drauf geschafft jetzt? War von hier so? Ja, ja, weil ich ein Profi bin. Aha. Erstmal durchatmen. Okay, und nicht blamieren, Marvin, nicht blamieren. Ich bin noch hier richtig on fire gerade. So, und jetzt einfach zurückfahren. So.
Okay, gleichzeitig in die Fresse, Digga. Alter, dafür hau ich dich weg, ey. Digga, im Leben nicht, Digga. Kommst du gar nicht ran hier. Guck mal, was du für ein Lappen bist, ey. Mieser Lachslauch, Alter. Bei mir hat Dicko keinen Körper mehr. Ah, jetzt hat er wieder einen Körper. Also, Muchachos, sorry, dass ich kein kurz weg Körper, war. Halb Lauch, halb Körper. Ich bin Ehrenbosser und helfe natürlich den Leuten in meinem Umfeld. Mich kann man anrufen und dann werde ich natürlich sofort reagieren. Digga. Ey, du Fotze! Digga, ich hab einfach aufgeschlagen. Digga, lass doch, ey! Ich hab den Punkt. Ey, du bist so ein mieser Bastard, Alter. Ey, what the fuck, ey. Hast du was gesehen? Ich hab natürlich nichts gesehen. Digga, ich hab mich gerade umgeguckt. Easy, Digga. Ey, du kannst doch da drin nichts sehen. Wir müssen dich umschauen. Ey. Lol. Ey. Er war drauf. Geil. Ey, Digga. Aber ich kotze Deko im Strahl, Salz. Alter. Während Deko Salz lese ich hier noch mal ein bisschen was vor. Ja, schon wieder so tut, als wäre das jetzt nicht seine Schuld, Alter. Wie so ein, neutral wie so ein Nachrichtensprecher. Während Deko Salz, guck dir mal hier in die Kommentare. Also, der gute Ruffy Stark hat geschrieben, Alter. Ein BD. Er hat geschrieben BD. Hä, B-I-D-E-T. Umgangssprachlich auch Sitzwaschbecken genannt, wird zum Reinigen von After genutzt, aber für Füße etc. zwecksentfremdet. Wir bauen sie aber echt selten noch ein, eher bei Altenpflege etc. im Gebrauch. Ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Früher standen die Dinger noch relativ häufig rum irgendwo. Wobei ich sie auch, glaube ich, weiß nicht, ob ich schon einmal ein BD in der Privatwohnung gesehen habe. Sie wirken aber auch ein bisschen sass, muss man sagen, denn bei einer Toilette hat man ja so einen schönen Klodeck. Du warst nicht mal ansatzweise bei mir in der Nähe, du Laberkopf, ey. Da bin ich zu, Alter. Ist ja irgendwie so ein schöner Klodeckel. Und das ist so... Lol. Die Idee ist alles so kalt irgendwie, oder? Also setzt man sich dann da auch drauf? So, weil nee, da. Ja, du setzt dich da drauf, legst dann Ei rein. Ja. In einen BD. Und dann machst du den Wasserhahn an. Hä? Was? Lässt den lange genug laufen, dass das alles weggespült wird. Und währenddessen kannst du dein Nussloch sauber machen. diese Erklärung. Kannst du bitte so ein Gebrauchsanweisungsschreiber werden? Definier das mal. Wie würde das bei dir stehen? Also wie ich es gerade gesagt habe. Ja, hau doch nochmal durch. Schritt 1. Hocken Sie sich in einer Art Scherenposition. Das wäre jetzt lustig, aber das beschreibt es ja nicht richtig. Hocken Sie sich auf das BD. Ja. Hast du auch verkackt? Ah, wursten Sie das Ei ab? Wir brauchen wieder neue Synonyme. Fekulieren, ja, was abwursten. War das? Oh, ey, Deko, dafür bist du leiden, Digga. Ich hab dein scheiß Motorrad da weggeräumt, Alter. Ich kann nichts dafür, dass ihr einfach hinfahrt da. Leiden, Digga, wo bist du? Ich stehe da seit 10 Minuten davor, um die Scheiße wegzuräumen, ey. Warte mal. Da bin ich zu jetzt, ey. Ich kann leider nicht so krass nach oben visieren. Ja, erzähl weiter. Oder warst du durch? Ich hab nicht mehr zugehört. Nein! Da oben ist auch ein Stoppschild, Alter. Ja. Wursten Sie das Ei ab. Mhm. Ey. Danach schalten Sie den Wasserhahn auf lauwarmes Wasser und lassen ihn laufen. Bis Ihr Fekelierrest weggewaschen ist. Währenddessen können Sie Ihr Nussloch sanft reinigen. Das sind so ein Anweisungsschild. Nein! Auf der Nussloch stehen. Das sind zwei Stoppschilder, Digga. Ich hab's auch gerade gesehen. Das erste habe ich gar nicht gesehen gerade. LOL! Kann man überhaupt nach oben gucken? Geht das? Leider nicht. Nö. Übrigens, nicht guten so weit Appetit. Auf jeden Fall. Guten Appetit, genau. Die Muchachos gucken wieder unser Video beim Essen und können erstmal darüber aufgeklärt werden, wie man ein BD zum Wegspülen der Fekelierreste. Übrigens, BD, nutzt. Ja? Nicht BD, BD. B-I-D-E-T. Ich sage BD. Kommt 100 Pro aus dem Französischen, ne? 100 Pro. Können Sie machen eine BD? Also überall, wo ich bis jetzt von einem BD gelesen habe, irgendwie so in einer Hotelausrüstung oder sowas, so im Zimmer, Badezimmer ist enthalten, ein Waschbecken, ein BD, dann ist das BD geschrieben, B und D. Da ist kein richtiges Wort, da ist einfach nur diese beiden Buchstaben. Ja, dann haben die also es heißt es B und D. Die haben vielleicht zahlen abgekürzt. Die auch für Buchstaben. Vielleicht zahlen sie auch dafür, wie in so einer Zeitungsannonce, weißt du? Dann lassen die einfach ein paar Buchstaben weg. Meint ihr, BD steht für irgendwas? Ja, BD ist klar. Wie wär's denn mit BD? Nein! BD steht Lol, für Bath, also Badezimmer. Und D steht für Fekelierdekonstruktion.
Oder Dehydrierer, also Trockner. Das macht ja keinen Sinn. Digga, wie siehst du jetzt das oben? Also, weil man sieht ja wirklich nichts. Nee, kannst du nicht. Warte mal, ich werde das kurz abtimen. Warte, also, ich gebe euch Bescheid. Ja, ich weiß nicht, jetzt ich ist sehe auch nicht mehr aufs Erste drauf, Alter. Jetzt ist auf. Und jetzt ist zu. Und das heißt hier jetzt los, weil ich nach oben geguckt habe. Also ich stehe hier oben am Punkt und kann euch Kreuz geben beim Schwarzen. Die Dinger sind aber nicht gleich. Ah ja, scheiße. Also nur weil das bei Ares offen ist, heißt es nicht, dass es bei mir offen ist. Ja, scheiße. Okay, jetzt habe ich. Gucke und ist zu. Und dann fahre ich jetzt los. Bei mir ist Schwarz zu. Ja, und jetzt gerade auf dann, oder? Jetzt geht er auf. Ja. Oh ja. Bist durch. Oh, geil. Okay, du musst einfach vorher ein bisschen geiern, ja? Zu. Mach den Deko. Mach den Deko. Und. Offen. Das Stoppschild! Zu. Warum? Dieses trockene Wegknallen ist aber so geil. Ey, aber, also, wir wissen doch alle, wie ein BD aussieht. Oder auch BD. Wir sagen jetzt einfach BD, weil es einfacher ist. Wir wissen doch alle, wie ein BD aussieht, oder? Ich finde aber, das ist richtig dumm gemacht. Was denn? Also, das Teil ist ja, in der Regel ist so ein BD ja irgendwie 30 cm hoch oder irgendwie sowas. Oder sehr, 40. Sehr, die sind sehr, sehr so klein, niedrig, ja. Alter. Ja, wollte ich auch sagen. Warum haben sie die nicht auf die Höhe von normalen Klo gemacht? Plus, du setzt dich doch auch nicht auf die Toilette, wenn. Wobei, wenn das BD so niedrig ist, ne? Das hat ja früher haben das ja reiche Menschen gehabt. Die Sitzhaltung ist wahrscheinlich gesünder. Und die waren in der Regel fett, weil sie sich Essen leisten konnten. Und deswegen musste das BD so niedrig sein, damit beim Hinhocken halt die Pobacken gespreizt werden. Ja, weil sich nichts im Laufe der Zeit geändert hat dann. Das wird nicht irgendwann überarbeitet. Wenn es danach ist, haben alle reichen Leute noch einen Turm und scheißen von einem Turm runter. Hä? Also ich glaube, BDs sehen so aus, wie sie aussehen, seit sie gibt. Aber waren damals auch schon so niedrig. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich habe noch nicht mal... durch. Sehr schön. Da ist er. Hatte, jawohl, sehr schön. Digga, nee, ohne dein komisches nach oben gucken und so, ihr Schummler, ey. Was ich mich da aber frage, ist, BD hat ja keinen Klodeckel. Und das hat ja wirklich nur diese kalte Porzellanschüssel, wo man sich drauf hockt. Also eigentlich wie eine Toilette ohne den Klodeckel. Das ist doch richtig weird, sich da drauf zu setzen, oder nicht? Ist doch voll kalt. Hockt man sich da nicht einfach nur drüber, Mann? Wenn du dich aufs Klo setzt, machst du den Deckel auch hoch, oder nicht? Nein, ich meine so, wenn du den Pipi machst, dieses Porzellan, da setzt du dich doch nicht drauf, oder? Ich weiß, dass du eben stehen pinkelst. Also es gibt zu, es gibt auf, dann sitzt du dich auf die Klobrille und es gibt dann die Klobrille auch noch wegmachen, wenn du im Stehen pisst. Ja. Und das ist ja sozusagen, das BD ist ja wie, wenn du im Stehen pisst. Du setzt dich ja auch nicht auf das Porzellan, aber nur so drauf. Ist das wirklich dafür gedacht, dass man da reinpisst? Ich glaube auch, du setzt dich nicht aufs BD, du hockst dich da drüber. Ja. Achso, du setzt dich da gar nicht drauf? Du mieser Schwanzkrapscher, Alter! Ja, ich glaube, man hockt sich da einfach nur drauf. Ich habe so ein Teil noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Ey, wollt ihr mich beide in den Arsch ficken, Alter? Später. Aber aufs BD setzen. Deko, du brauchst ein BD bei dir zu Hause. Wir bauen das bei dir ein. Ey, jetzt mal ernsthaft, man setzt sich nicht darauf. Nein, man hockt sich da. Nein, Mann. Du hockst da, glaube ich, einfach nur drüber. Fertig ist. Willst du den Wasserhahn kommen, wenn du drauf sitzt? Er ist doch richtig ungemütlich, warum sollte man natürlich sowas machen? Ist das ungemütlich! Du machst da nicht dein Geschäft, Junge, du setzt dich da nur rauf und wächst dein Arschloch! Digga, ist ja richtig ungemütlich, davon bin ich ja voll. Wobei, nein, laut meiner Anleitung macht man auch sein Geschäft da drauf. Digga! Ey, Marvin! Aber man muss schnell sein. Ist nicht dein Scheiß, ja? Man muss schnell du mieser Ficker, warum macht der solche Sachen? Du lebst Sachen? Doch noch, beruhig dich. Ja, ich lebe noch, aber du hast es in Kauf genommen, dass ich draufgehe. Es war dir scheißegal. Das ist wohl richtig. Mieser Ficker, ey. Digga, aber ohne mit so ein BD ist so eine weirde Erfindung, Alter. Real Talk. Ja. Ja. Aber deswegen gibt es ja japanische Toiletten. Da hast du das wie Blender Me 3 in 1 oder was auch immer. Wie unsere. Was war unsere Marktlücke? Was haben wir da nochmal erfunden? Ein Ohrenreiniger, Po-Reiniger und Mundreiniger. Alles in einem, ja. Ne? Ein Nasenreiniger. Ein All in One. Und das ist ja eigentlich so eine japanische Toilette aus. So ein BD direkt. So ein Mieser. Alles in einem, ne? Wie schlecht, ey. Ja, aber ganz ehrlich mal, ne? Ich weiß nicht, japanische Toiletten. Die Japaner wissen einfach, wie man es macht, ey. Ist doch auch ein bisschen weird, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Geil, ey. Findest also du geil? Ich weiß nicht, ich hatte noch nie eine. Ja, dann wird's halt. Ich finde sie schon geil. Ey. Was hast du noch nie eine? Eine japanische Toilette oder wie? Ja. Aber und ohne ich saß auch noch nie auf einer drauf. Aber ich habe jetzt den Geringverdiener-Lifehack. Ja. Einfach aufs Waschbecken hocken.
einfach, jetzt kommt eine Po-Dusche. Da hast du eigentlich eine japanische Toilette in der Hand. In der Hand. Quasi. Ich habe eine Po-Dusche wirklich das erste Mal gesehen, als ich jetzt hier die Schwangerschaft verfolgen konnte. Oder genutzt. Sowohl als auch, ich habe sie mal getestet. Wie hat zwei Jahre der Ficker, Alter? Du hast eine Po-Dusche genutzt? Ey. Ja, hab ich. Wie war's? Erzähl. Also, es ist, glaube ich, wie so eine japanische Toilette. Du kannst es selber einstellen. Du hast eben so eine Art Dose, sag ich mal, die du also pressen kannst. So eine Gummi, so ein Gummidings, wo du dann so Wasser rausspritzen kannst. Und dann kannst du eben, vorher musst du da warmes Wasser reinbrezeln und dann haust du dir das rein, ne? Ist schon interessant. Ey, das hört sich ganz schön crank an. Bisschen. Hä, ist doch einfach wie eine japanische Toilette, was daran ist. Ja, aber du musst halt selber so einen komischen Gummibär drücken, Alter. Das ist doch richtig merkwürdig, ey. Hä, statt einfach einen Knopf zu drücken oder so eine AI, die dein Po-Loch scannt. Ja, und eine AI, das ist erwachsen. Und irgendwie so. Du musst da so ein komisches Kinderspielzeug zusammen, so eine Quietscheente zusammendrücken. Das ist schon, ja. Ich hab eine schon, hier am Arbeitsplatz. So hört sich das an. Das ist schon weird. Okay. Genau, kennt ihr diese gelben Enden? Ja. Ja. So aus diesem Material sind die ungefähr. Und wenn, die kann man doch auch mit Wasser befüllen, ne? Dann spritzen die aus dem Mund raus. Eigentlich ist das auch schon eine Po-Dusche. Eigentlich hat Marvin damals mit 5 oder so in der Badewanne gespielt und sich mit der Quietsche-Ente schon den Arsch sauber gemacht. Ey, Alter! Ey, warum, Mann? Digga, mit Schreier richtig krass nach vorne. Hey, wir waren alle an dem Punkt. Ja. Ich komme ja hier gar nicht. An diesem verfickten Mintrat muss nicht vorbei, vernünftig. Ja, yeah. Hey, das war wirklich easy, Brudi. Das war richtig easy. Insgesamt war das bis jetzt alles ziemlich. Ich will ganz gerne mal so eine japanische Toilette haben. Ja, ich auch. Aber wir haben auch, als wir über das Thema gesprochen haben, auch ein paar Tipps bekommen. Die sind gar nicht so günstig. Also zahlst du schon locker so deine. Wenn du eine gute haben willst, deine 3-4 Scheine. Ja, aber warum? Es ist so, ich weiß du nicht. Ey, Corona-Zeiten, let's go, Digga. Du brauchst einfach nie wieder, du brauchst einfach nie wieder Toilettenpapier, ne? Das ist doch, also. Digga, du kannst einfach nicht mehr von so komischen Schwurblern outplayed werden, Alter, die einfach in den Supermarkt gehen und sich einen kompletten Einkaufswagen voll mit Klopapier rausziehen, Alter. Ich will das nochmal rüber. Du kannst denen zugucken, kannst dich quasi mit so einem Campingstuhl an den Eingang vom Rewe setzen oder vom Edeka und winkst denen einfach gehässig, wenn sie mit ihrem Klopapier rauskommen. Und vielleicht spritzt du sie mit so einer Gummiente an. Es ist schon sehr lange her, die Corona-Zeit, Muchacho, dass alles noch ein bisschen weird war. Aber es gab Zeiten, wo es wirklich kein Toilettenpapier mehr gab. Und Digga, das weiß doch jeder, Alter. Das ist doch gar nicht mehr. Ich über 8 Ecken herausfinden musste, dass jeden Montag bei Aldi eine Klo-Lieferung angeteased wird und jeder schnell dahin pilgert. Digga, da war eine Schlange, weil die Leute Scheißpapier haben wollten. Das war nicht mehr normal, Digga. Ich war in erster Reihe, der Laden hat aufgemacht. Ich hab mir den Bums gekauft, Digga. Es war einfach so dumm, ey. Es war eine Ich frage mich, ob es heute noch Leute gibt, die immer noch von der Corona-Zeit Toilettenpapier zu Hause haben. Muss es doch geben. So eigentlich die Leute schon. Ich glaube, das war sogar der Grund, weshalb eine Toilettenfirma pleite gegangen ist. Weil einfach weniger Toilettenpapier gekauft wurde, weil jeder das richtig krass gehamstert hat. Das heißt jeder, also sehr viele Leute. Egal, dass man Toilettenpapier hamstert, ne, ey. Oh my. Aber du siehst daran einfach so, du kannst mit der Gesellschaft, Digga, wenn irgendwas passiert, du bist einfach gefickt, ey. Die Menschen sind einfach so behindert und ficken sich alle gegenseitig. Ja, das stimmt schon. Es wäre alles normal, ne? Jeder hätte normal eingekauft. Weil es einfach irgendwelche raffgierigen Leute gibt, die denken, weiß nicht, sie müssen sich in 2 Wochen möglicherweise ganz vielleicht den Arsch mit ihrer Hand abwischen. Das hat aber auch 80 Ballen Toilettenpapier kochen, ne? Und dafür haben wir jetzt eine Po-Dusche, ne? Digga, aber hätten wir gerne. Ey, Po-Dusche, wahrscheinlich Aktienunternehmen Po-Dusche in der Corona-Zeit. Nach oben geschnellt. Richtig steil. Meinst du, das sind die nächsten Investitionen? Ja, dann müssen wir sowas wieder forcieren, ne? Dann müssen wir jetzt müssen wir nach Wuhan? China in dieses Labor fliegen? Wollte gerade sagen, müssen da irgendwie. Nach Sichuan? Nach Sichuan, Digga. was gibt's noch? Süß-saure Soße? Müssen da einbrechen und müssen die, weiß nicht, die nächste ist so eine Kolibakterieninfektion.
Müssen wir uns da rausklauen und die, weiß nicht, irgendwo am Flughafen aussetzen? Nee, müssen wir den Durchfall von so einem einarmigen Lederhandschuh müssen wir uns ins Gesicht klatschen und dann entwickelt sich wirklich daraus irgendwie sowas, ey. Hi. Hi, schön, alles, dass du da bist. Ja, hat ein bisschen gedauert, sorry. Ich hab gerne gewartet. Schade, ich dachte, das sind die Bauteile, die runterfallen. Das wäre cool gewesen. Die sahen ein bisschen so aus, diese roten Teile. Es hat ein bisschen sowas von... Ja, ich dachte auch zuerst. Kennt ihr noch die gute alte Zeit, 90er? Ja, ich kenne nur 90er. Wo die Cartoons so aufgebaut waren, dass wirklich du Sachen, immer sehen konntest, welches genau, Teil bewegt sich. Was wird dich bewegt? Genau. Was bewegt sich das jetzt? Das war immer so ein kleines bisschen heller. Digga. Und da wusstest du dann, okay, da kommt gleich ein Loch oder da kommt das damit, ist gleich weg oder irgendwie sowas. Damit wird interagiert, ja. Das war so eine weirde Zeit mit Churchill, Digga. Und das hatte ein bisschen gerade die Vibes hier mit den roter. Oh. Wieso macht dir denn niemand kaputt mit den War ich auch gerade am überlegen, ich kam nicht ran. Ich kam auch nicht ran. Deko, du hast deine Chance vertan, Brudi. Guck mal, was hier. Ja, guck mal. Ja! LOL, jetzt hab ich dich weggehauen, geil. Hauptsache, obwohl ich geblinkt habe, Alter. Wir hätten uns richtig hart trollen können damit, Lisa. Hallo. Oh, okay, da war irgendwas, okay. Nein, Deko, nein. Okay, was ist da? Warte mal. Hä? Könntet ihr verkacken? Hä, hab ich den Speed? Ey, warum? Weil ja das Ziel ist, du bist nicht Erster. Ey, aber ich hab mich gefragt, warum ihr da verkackt habt. Weil wir zu weit links waren. Aus dem Bus. Ja. So, Digga, wie dämlich seid ihr denn? Ich dachte, das ist wie so ein Troll oder so. Ja, das war ja auch der Troll. Das war der Troll, ja. Digga, haut mich einfach da kurz. Mama, so, aber jetzt noch 23 Sekunden. Das wäre machbar, aber es ist auch nicht ganz einfach. Auch nochmal K7-Ärchen. Lieber Marvin Deko, die Antwort zum BD ist einfach, der hat BD auch so geschrieben. Nein! Ach, fick mir. Hintern und Juwelen. Damit sollte man eigentlich Papier sparen, aber die meisten Toiletten haben das schon integriert. Grüße aus dem Fach für Sanitäranlagen. Deswegen, Dankeschön auch nochmal an der Front. Dass das aber zum Papier sparen war, habe ich nicht gedacht. Ja, natürlich, wenn du einfach nur Wasser nimmst und da durchreibst. Also, dass am Ende ein Effekt davon ist, dass man Papier spart, ja. Aber ich glaube nicht, dass die BDs erfunden wurden, um Papier zu sparen. Ich glaube, das war noch in der Zeit, wo man kein Papier hatte, wo es nur so ein Taschentuch gab aus Stoff. Das könnte sein. Ja, ernsthaft. Ja. Doch. Digga, damals hatte man einfach ein Stoffhandtuch für die Nase und ein Stoffhandtuch für den... Ich glaube, BDs kamen auf so in der Zeit von hier dem Sonnenkönig, Ludwig dem 16. Der 14. Ich stelle mir irgendwie so Adlige vor, die dann so ein BD haben und sich... Ihr Arschloch an so einem Wasserfall... Oder so ein Pisspagen. In irgendeinem Film war das doch. Weiß gar nicht mehr in welchem. Da gab's einen Pisspagen. Mann, Bathroom. Hatten... Die letzte Generation von Ares und Deko unter dem Scheißhaus vom Turm des Königs ihr Haus und haben dort einfach mit der Kacke dann gewirtschaftet. Das Wort zum Sonntag, Muchachos. Irgendwas muss ich am Ende ja nochmal sagen gegen die beiden. Es war eine wunderschöne Map. Habt noch einen wunderschönen Tag. Auch noch oben ballern und bis denn Antenne reingehauen. Ciao, Muchachos. Bye, bye.